Servus Leute, mein Name ist Sosa und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division. Und ich habe jetzt schon ein bisschen weitergespielt seit der letzten Aufnahme, wie ich es ja auch gesagt habe. Ich bin jetzt schon knapp Level 11,5. Und ja, ich habe mir jetzt halt so vorgestellt, dass ich mir das Spiel besser angeschaut habe, und habe jetzt so beschlossen, dass ich die Nebenmissionen, also spiele halt während ich nicht aufnehme und die Hauptmissionen spiele während ich aufnehme. Das habe ich somit ganz gut geregelt. Und ja, deswegen machen wir mal die Hauptmission. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Also ich habe jetzt schon eine Polizeisturmgewehr und eine. Warte, welche Waffen ist denn das? Eine RPK 74er Klassik. Und ja, das einzige, was ihr verpasst habt, war das Video von Manhattan mit dem Flugzeug, also mit dem Helikopter, wie wir heute in Manhattan angekommen sind. Aber das ist jetzt nicht irgendwie relevant vom Video her, das ist einfach nur so auch dasselbe Video, was im Trailer ist. Und ja, so, hab mal eine falsche Taste. Schauen wir mal, was Hauptmission ist. So, also das habe ich schon alles erledigt, während ich nicht aufgenommen habe. Ziemlich viel schon. So, wir müssen die Operationsbasis entsperren. Weil ich habe ja so zwei Skins, nein, so zwei Full-Pakete, also sowohl als Rüstung als auch Waffenskin bekommen. Und hoppala, ich wollte nicht schießen. Und ja, das kann man halt, ich glaube, nur freischalten, wenn man in der Operationsbasis wurde. Es ist halt dort, ja, abholen quasi. Und Gegner 12 Uhr. Ich sehe aber keine. Noch keine. Ah, da sind sie. Okay, der läuft weg. Ist auch okay. Juckt mich nicht. Der tut beten. Alles klar. Gott. Ah, da runter, okay. Passt. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Schon wieder am. Ach Gott, ich hasse immer diese Konflikte. Komm, zeig dich. So, Headshot, sehr schön. Auf jeden Fall kann man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Waffen zerlegt, gibt es ja immer so Waffenteile oder auch halt überhaupt in Manhattan gibt es auch Waffenteile zu finden. Und schon wieder Gegner. Ich verstehe das nicht, warum sind so viele Gegner? So. Und mit den Waffenteilen kann man dann halt irgendwas bauen und da gibt es an und für sich so eine Maschine, habe ich gehört. Weil es halt nur in der Operationsbasis ist und deswegen müssen wir jetzt einmal die Operationsbasis freischalten. Aber 0,4 Kilometer werden im Auto viel schneller, aber ja, kann man halt nichts machen. Ja, das sind die Jungs von uns. So, auf jeden Fall habe ich jetzt, also ich war jetzt auch noch nicht in der Dark Zone und ich habe jetzt auch dann vor, ich weiß nicht, ob ich mit euch dann in die Dark Zone reingehe, aber höchstwahrscheinlich. Und ja, halt, ich weiß. Weil in der Dark Zone gibt es so geile Revolver, habe ich letztens gesehen in der Demo-Version. Ich meine, ich habe kein Problem gegen eine Pistole, ja. Aber irgendwie Revolver ist für mich best irgendwie. Weil ich habe irgendwie mich jetzt so ähnlich ausgerüstet wie in The Walking Dead. Also so mit der
AK von Rick, nur halt, dass die halt braun ist und von Rick halt eben schwarz. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo einen Skin für die AK, dass man sie schwarz machen kann. Dann habe ich noch die Polizeiwaffe, also Polizeigewehr, die M4, was der Abraham auch hat. Und ja. Den nehme ich noch schnell mit. Zack. Den nehmen wir noch schnell mit. Kommt schon. Put. Ach, scheiß drauf. Wir erledigen das schnell. Ja, ich habe einen Schalldämpfer schon auf meiner Pistole. Das Dumme ist. Oh, sehr schön getroffen. Das Dumme ist halt, dass die Flammen trotzdem auch da durchgehen. Aber egal. So, tot. So, Elektronikteile. Sehr schön. Entweder habe ich sie schon geplündert, es gibt noch welche. Aber ich glaube, ich habe sie schon alle geplündert. Oder? Ah, nein, da ist noch eine. Ha. Lustig. Drei Elektronikteile, okay, sehr cool. Da ist auch noch was. Elektronikteile sind halt auch irgendwie wichtig. Ich weiß zwar noch nicht, wofür sie gut sind, aber die werden auf jeden Fall wichtig sein. Genauso wie die Stoffe für Rüstungen wahrscheinlich herzustellen. Und ja. Die Elektronikteile, weiß ich nicht. Die Waffenteile halt natürlich für Waffen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wozu die Elektronikteile, aber. Ja, keine Ahnung. Ach Gott. Da ist der andere. So, tschüss. Sehr schön, wir sind eh gleich da. Ich sehe es eh schon da vorne. Okay. Egal. Aber ich glaube, ich werde mal ohne euch in die Aktion gehen, weil ich will nicht unbedingt während der Aufnahme nur Agenten umbringen, weil halt mit Agenten kriegt man halt extrem viel und schnell Geld. Also der Aktion Money. Und ja, der Aktion Money brauche ich halt eben, um mir so OP-Revolver zu kaufen. Ja. Ah ja, genau, wegen der Walking Dead Rüstung. Und wie gesagt, halt, Revolver fehlt mir halt noch von Rick eben, weil sonst habe ich eigentlich mich so richtig ausgerüstet wie in der Walking Dead, die meine Lieblingscharaktere. Und ja, jetzt schon wieder. Wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber... Es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Verstehe, okay. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Ein Wort genügt und es gehört Ihnen. Waffenhändler, gibt's irgendwas? Eine M870 Express, okay. Nur ein Schaufensterbummel, hm? Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Das ist unser Schutzpaket. Okay. Tut mir leid, dass ihm nichts zusagt. Mods-Händler. Gekümmert haben. Okay, sehr schön. Cool. Vielleicht morgen. Ja, vielleicht. Na Gott, da gibt's so viel. Sollen wir mal das lesen? Da krieg ich wieder mehr neue Missionen. Ach Gott, ich hab immer was zu tun. Ja, natürlich. Oh, da ist irgendwas Technisches.
Ah, da ist das Fertigungsstation. Schauen wir mal. Die kann ich anfertigen. Waffenteile, Werkzeug. Ah, cool. Eine 86er Magnum. Cool. Schick, schick. Okay, gut, dafür sind die Sachen. Stehe. Okay. Interesting. Cool. Waffenteile. Anfertigen. Werkzeuge. Okay, gut. Cool. Coole Sache. Auf jeden Fall. Richtig nice. Inventar. Okay. Trotzdem finde ich noch irgendwie noch immer nicht meine Sache, wo ich das da. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heran. Ah ja, genau, die habe ich damals schon mit Sertopf und Kopf befreit. Na, wen haben wir denn da? Genau. Danke für Ihre Hilfe im Garten. Immer wieder gern. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Okay. Gut. So, der Medizinflügel. Zack. Laptop benutzen. So, die Klinik. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Flügel erfordert ja bla 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 bla. Gut. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein. Nein, fertig, komm. Cool. Okay, sehr schön. Warte, ich wollte noch was gucken. So, was bringt denn das? Schutzmaßnahmen. Steigert den Virenschutz um 1 und gestattet so den Zugang zu stärkeren Content. Das brauche ich auch. Jo. So, sehr schön. Weil dann kann ich wieder eine Entnehmung weiter rummachen. Die Kontaminierungseinheit. Was ist denn das? Okay, gut. Das hätten wir somit mal. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Offline-Beratung, endlich genug okay. Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Belohnungshändler. Gratis. Ah, da sind die Sachen. Okay. Ui. Da ist das ganze Zeugs, was ich wahrscheinlich freigeschalten bekommen habe. Gratis anlösen. Ja. Ist nicht genügend Platz, ja. Löse ich das halt alles ein? Ja, einlösen. Zack, 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 zack. What the hell, was habe ich alles? Scheiße. Ja, so, gut.
Kommen Sie jederzeit wieder. Okay, gut, jetzt wissen wir. Jetzt will ich mal kurz schauen, ob das das ist. Oder was anderes. So, Jacken. Sheriff. Ah ja, okay, jetzt ist das. Mhm. Nationalgarde, ja. Cool. Dann rüste ich mich mal aus. Das ist das. Nationalgardenhose. Das ist mein Kit, was ich freigeschalten habe. Worauf ich so lange gewartet habe. CBN. Ja, genau, das ist das. Mhm. SWAT. Ui. Motorradpolizei. Motorradpolizeihemd. Maklerhemd. Ich lasse einfach das einfache. Das passt am besten zu, ja. Hüte. National. Ja. Sehr schön. Schuhe gibt's auch noch. Ingo. Heißt sicher. Hm. Swatchall. Nee, lass mir so. Okay, perfekt. Gut. Machen wir noch ein little bit Platz. Und zwar, das rüsten wir aus. Das zerschrotten wir. Alles. Zack. So. Jetzt haben wir wieder mehr Platz. Jetzt können wir noch den restlichen Zeugs holen. Einlösen. Ja. Ja. Und ja. So, jetzt habe ich noch meinen Nationalgarden-Rucksack. Zack. Nationalgarden-Rucksack, voilà. Hm. Jetzt bin ich zufrieden. Habe ich nicht noch irgendwie Mods bekommen oder irgendwie so, oder eine Waffe? Ah, das ist die, nehme ich an. Oh, cool. Ich schau mir kurz die Waffen an. Okay, aber die ist auch ziemlich nice. Wo sind die? Da. Kann ich irgendwie den Skin da mitnehmen? Hm. Nee. Schade. Aber die ist auch richtig nice. Aber egal, ich bleib bei meinem. Bei meiner Polizeiwaffe. Jo. Okay, gut. Weiter geht's. Jeden Flügel untersuchen. Also oben, okay. Dann gehen wir mal rauf. Oder erledigen wir das dann noch einmal? Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ist da jetzt noch irgendwas im Lager? Die Fehler, okay. Nein, gut. Dann rauf geht's. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Donationen werden jetzt zweimal täglich ausgegeben. Um 8 und um 16 Uhr. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Okay, gut.
Einsatz abgeschlossen, cool. Uiuiui. Bla bla bla, ja, ich kenne das schon. Nein, ich möchte jetzt keine Spieler suchen, weil ich habe schon mein Spiel und zwar zerrt auf dem Kopf. So, was ist denn das? Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom. Surf fährt herunter. Wie Surf fährt herunter? Okay. So, Story. U-Bahn. Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Und unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Pathway-Baustelle. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Tuck, 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 tuck. So, ich wollte meine Dinger haben, genau. So, besser. Jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt noch dorthin gehen. Und ja, schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Gegner auf 12 Uhr. Oh, Scheiße. Komm her, du Arschloch. So, dankeschön. Mich, ein Nationalgarde, haltet niemanden auf. Einsatzbericht entdeckt. Oh. Das sind auch immer also, ganz interessant, was immer 300 TP-Punkte gibt. Das alles vorbei ist, meine ich. Oh, ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeig ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Oh, sexy. Hey, da ist wohl jemand mit. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Oh Gott. Jetzt muss ich denen dann noch helfen. Ey, ich habe auch noch andere Kollegen hier, also ihr müsst nicht immer auf mich schießen. Okay, danke schon. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, ja, ist okay. Uff. Da ist einer. Tot. So. Kommen noch welche. Vergiss es, Junge. Du hast keine Chance, wenn ich Dienst habe. So. Haben wir ja schon geschafft. 4, 3, 2, 1, 0. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Sehr nice. Uff. Was sind die da? So, danke schön. Gegner neutralisiert.
Okay. Also auch zum Streiten und lass die Frau in Ruhe. So. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Ja, okay. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst. Unterebene 3. Hoppala, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Oh Gott, das ist das. So, danke schön, wieder schon. Mach nicht mal so riesen Explosion, ich pack mein Leben nicht. Ja, naja, egal wie sie es meinen. So, wieder schauen. Wir ziehen das in Spartan-Modus durch. Keine Widerrede. Nächster Gegner, bitte. Hallo. Warnung. Gegner. Feinde nähern sich ihrer Position. Ah, da. So, wieder schauen. Das nehmen wir mit. Nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Läuft. So, wieder schauen. Ui, da ist noch einer. Geholte Pappen, boah. Alles klar, wir sind einfach nicht weggefetzt. Glaubst du, ich warte so lange, bis ihr da vorbei. Bis ihr da rauskommt. So. So geht's auch, meine lieben Freunde, so geht's auch. Ich muss nämlich aufnehmen, wisst ihr, deswegen muss ich euch alle so schnell umbringen. Leider, wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Also Vorsicht, sie arbeiten im Team. Scheiße, als es mich interessieren würde. Geschweige, dass sie mich aufhalten könnten. Okay, mental vor allem mal. Okay. So. Schwupps. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Okay. Aktivieren Sie das Energierelais. Aha. Ah, ja, ist er. Bestätigung. Lokalen Stromnetz online. Wer da eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Fei Lau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Alles klar. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Uff. So, noch was? Oh, hier oben. Hier, okay, gut. Zack. Scheiße. Für den Job brauche ich mehr Hände, als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden sie bekommen. Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Aha. Okay. Ja, noch, die sind keine Gegner für mich.
Lasst euch was Besseres einfallen, Leute. Wirklich. Wie gesagt, sie sind keine Gegner für mich. Und schon gar nicht der. Also bitte. So, wohin? Ah, dahin, okay. So. Zack. Voila. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Es werde Licht. Scheiße, Mann. Es klappt tatsächlich. Scheiße, Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Komm. Noch ein paar Aktionen wie diese und wir sind im Geschäft. Oh, da will sich jemand anlegen. Alles klar. So, nachladen schnell. Hier auch. Und weiter geht's. Okay, diese Schießerei. Wollt ihr nachfüllen schnell? Los. Ich glaube, dass sie jemand gehört haben könnte. Ja und? Also, dass es mich interessieren wird. Feinde nähern sich ihrer Position. Ist okay, sie sollen sich nähern. Kein Problem. Gebiets. Zack. Und puff. Hoppala. Das war ein bisschen knapp gerallert, aber YOLO. Wer schießt? Wo schießt? Also hier oben. Ne. In die am Arsch der Welt. Die können mich ja von hier nicht treffen. Ach du Scheiße. So, einmal. Uff. So, erledigt, das ist der La Vista Baby. Puff. What the fuck, stirb du Idiot. Meine Güte. So. Finden Sie das sekundäre Energierelais. Verlassen das kontaminierte Gebiet. Ach Gott. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Ist mir nur wurscht. Aha, dafür seid ihr gleich völlig tot. So. Ich und verbreiten? Nee, im Leben. Ich meine, immerhin hinter hier, also somit verbreite ich hier auch nicht das Zeichen, aber egal. Naja, weißt du, wie ihr meint. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Eure Meinung halt eben. Ah, ist auch okay. So. Hasta la vista, Baby. Und da ist der zweite Ausschlag. So. Komm, geh mal. Zack, 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 zack. Hä? Also, hier im Nahverkehr. Uff. Stepper, dass er nicht schneller laufen kann. Aber egal. Zack. Wusch. Aktivieren Sie das Energierelais. Erledigt. Wow, die haben da ordentlich aufgerüstet. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Mhm. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Doch auch. Warten Sie kurz. Oh, oh nein, scheiße, das ist das. Test. Mein Gott, ist das Ding laut! Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit.
Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Na super. Und er ist weg. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber... So, ich werde dann die Folgen in zwei Hälften schneiden, weil es jetzt halt ein bisschen zu lang ist, aber ich will jetzt nicht mitten in der Mission aufhören. Und ja. So, einmal. Das Gute daran ist, dass sie nicht unbedingt ein Problem für mich darstellen, weil sie erstens Level 6 sind und ich schon Level 11,5. Also von daher. So. Oh, das gibt's nicht. Okay, nein, ich dachte, es gibt Doppel-Explosion. Egal. No problema, Senior. No problema. Halt die Pappen, Arschloch. So, weiter geht's. Warnung, Feinde nähern sich ihrer Position. So, wieder schauen. Oh, der Töpfenkopf ist online, sehr schön. Vielleicht kann er mir ein bisschen helfen. Ja, aber ziemlich nice. So, erste Hilfe Backerl. Oh, da ist noch ein erste Hilfe Backerl. Ja, also der Topfenkopf haben wir noch vor Ort, aber der muss mal online kommen. Also. Ja. Eher weniger, ja. Oh oh. Riesenarschloch. Den habe ich gehasst, diesen Wichser. Bingo. Yeah, for you, Arschloch. Komm, komm, komm. Oh, Scheiße. Fuck. Scheiße, scheiße. Ja, bingo. Geh scheißen Arschloch. Sehr schön. Dabei können Sie mir nicht helfen, also verschwinden Sie. Ich komme später nach. Alles klar. Das reicht fürs Erste. Gut. Schutz, so. Habe ich jetzt wieder genug Platz, um die Sachen aufzuheben? Alle, ja, sehr schön. Gut, puh. Mit der Munition war es jetzt auch schon langsam ziemlich knapp. Aber ja, gut. Es geht bergab oder bergauf, ich weiß nicht. Oh. Alles klar. Mit Anfertigungsmaterial in Köln in der Anfertigungsstation der Operationsbasis, bla bla bla. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein.
Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Alles klar, unser Topfenkopf. Sehr schön. Also Topfenkopf ist uns beigetreten. Okay, gut. Auf jeden Fall sage ich mal, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like, da würde mich auch über ein Abo freuen. Nicht vergessen zu kommentieren und ansonsten sage ich, mein Name ist Dodo Sugar und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah.